Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch. Heute wieder von der Ebstdorfer Heide V2. Wir haben in der letzten Folge das Feld 10 erfolgreich platt gemacht. Und ihr seht es, aktuell lasse ich den Helfer die 49 machen. Und bisher sieht es ganz gut aus. Schauen wir mal. Wir lassen ihn einfach mal arbeiten. So. Bedeutet, wir wollen ja aber auf dem Feld 10 Weizen anpflanzen und brauchen da dazu dann Saatgut für den hier. Die Sulky Progress P100. Die braucht 160 PS, also ist nichts für unseren Deutz hier. Ja, und der andere ist allerdings gerade noch im Einsatz, der 718 Vario. Bedeutet aber, wir werden uns jetzt mit dem Reisch mal auf den Weg zum Händler machen und schauen mal, dass wir hier das ein oder andere Päckchen Saatgut holen. Ja? Schauen wir mal, wir werden... Brauche ich ein Gewicht? Eigentlich nicht, ne? Lassen wir es halt dran. Ich habe da immer wieder Probleme, dass er mich das nicht abhängen lässt. Warum auch immer. Händler müsste, glaube ich, um 8 Uhr geöffnet haben. Sollte also kein Problem sein. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. So, wir haben jetzt im Endeffekt zwei Varianten. Entweder wir fahren rechts rum oder links. Beides wird sich, denke ich mal, von der Kilometerzahl her gleich sein. Wird sich nicht viel schenken. Fahren wir mal hier entlang. Können wir mal die Hauptstraße hoch. Lieber mal runter, nicht, dass wir irgendwo im Baum hängen bleiben. Wir haben ja nichts dran, deswegen ist es eigentlich egal. Und dann kann ich euch heute mal das Prinzip nochmal nebenher erklären, was ich mir bei der Agravis gedacht habe. Stand jetzt kann ich euch immer noch nicht sagen, wann die Map kommt. Ich nehme heute am 1.2. auf. Wir haben jetzt gerade 21.30 Uhr. Wie immer gilt, sie kommt, wenn sie fertig ist. Aktuell sind wir noch im Test. Und sofern nichts auffällt, habe ich geplant, so in ein, zwei Wochen. Ja, nagelt mich da nicht fest. Es kommt da gleich mal drauf an, was beim Test, zum Beispiel beim Warner, aufschlägt. Ja. Das wird teuer. Da muss ich wohl jemand seinen Zaun wieder richten. Ha, wir haben uns gerettet. Puh.
So, Händler ist offen, wunderbar. Ihr habt jetzt hier die Möglichkeit, nicht mehr über die Waage zu fahren, sondern könnt jetzt hier links durchstechen. Ja, auch wenn ihr mal mehr Ballen drauf habt hinten beim Ballenverkauf, könnt ihr hier wunderbar durchziehen. So, hier vorne holen wir uns jetzt ein bisschen Saatgut. Ich will es mal versuchen, wie gut es funktioniert, ob es funktioniert. Der Plan war eigentlich so, dass man ja im 17er noch vom Boden das ganze Saatgut wegnehmen konnte. Das geht jetzt leider nicht mehr im 19er. Um den Charme sozusagen ein bisschen noch zu erhalten, habe ich mir gedacht, komm, gestalten wir doch das Ganze einfach so. Ich packe euch hier einen Kramer hin, den könnt ihr nicht verkaufen, aber könnt ihn verwenden, um euer Saatgut überzuladen. Und das versuchen wir jetzt einfach mal, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Türe auf. Und dann geht er einfach hin. Also ihr habt hier auf jeden Fall einen großzügigen Trigger. Ja, ihr müsst nicht zwangsläufig irgendwo hier reinfahren oder den Kramer nutzen. Wir testen es trotzdem. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Im Endeffekt fahrt ihr rein und kauft jetzt eine Schaufel voll Saatgut. Ja, ihr fahrt hierher, drückt die Taste R wie Richard und kauft eine Schaufel voll Saatgut. Und wenn... Ach, ich habe ja VCA drin. Muss ich hier nur kurz die Kameras ausschalten. So, dass beim Rückwärtsfahren das Ganze nicht umschaltet. Und dann, wenn jetzt alles klappt, solltet ihr das hier überladen können. Spannung steigt. Und es funktioniert. So ist der Gedanke, Freunde. Schnell. Wunderbar. Beweise müssen gesichert werden. Nein, wir wollen ja klar noch ein schönes Thumbnail haben wir hiermit erledigt. So, wir haben jetzt, glaube ich, 4000 Liter geholt. Machen wir noch mal eine. Und dann schauen wir mal. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Es müsste rein theoretisch in den Lagerhallen möglich sein, bei mir das abzuladen. Und das versuchen wir einfach mal, dass wir das sozusagen zwischenlagern. Ja, alles ein bisschen eng hier. Es darf aber ruhig so sein. Es soll ja ein bisschen anspruchsvoll sein, das Spiel. Wir haben jetzt noch genau 8 Euro. Gott, wir sind so ausgebrannt, Freunde. So, gucken wir mal rein. Ist nicht viel drin, ja. Ich weiß, wahrscheinlich wäre ich leichter mit dem Gerät hochgefahren, aber Helfer ist noch beschäftigt, ja. Und so können wir weiter testen. Das Übliche, umso schneller kriegt ihr die Karte, umso schneller finden wir Fehler und. Haben wir jetzt drin? Nicht 4000, 1880. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir da das Ding überhaupt voll kriegen. Aber so habt ihr jetzt die Funktion gesehen und wie ich mir das gedacht habe. Ich glaube, das ist ganz nett. Ich habe euch auch eine PDF bereitgestellt und dann passt es. Also ich glaube, den Schlepper muss ich irgendwann mal verkaufen. Ich weiß nicht, achtet mal auf die Reifen. Zwischendurch sieht es irgendwie komisch aus, als würde... Ja, so wie jetzt hier die FPS. Ja, irgendwie haken. Das sieht nicht schön aus. Aber es ist nur bei den Reifen. Und wenn ich so seitlich rausgucke im Stehen, sieht es aus, als würden die blitzen. So flackern. Werden wir mal bei Gelegenheit austauschen.
fahren wir mal diesmal hier rum. Also bisher muss ich sagen, echt läuft alles gut. Nichts Gravierendes gefunden. Ich glaube, das wird Freunde. Ich glaube bloß, dass ich diesmal die Karte nicht in so einem großen Aufwand ankündigen werde. Ja, so wie letztes Mal im Stream und so weiter, dass sie die Server gleich abkacken, sondern dass ich die einfach release, im Discord Bescheid gebe, ja, die üblichen Stellen, wo ihr die immer finden werdet. Und dann ist das Ganze gut so. So, ich würde jetzt von hinten her fahren und dann stehen wir ideal zur Halle und versuchen mal, vielleicht das schon mal abzuladen. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht noch so eine Ding platziere, so eine Schüttguthalle. Also jetzt für mich persönlich, ja, Map-Umbau wird nichts mehr passieren. Das kann ich euch schon mal sagen. Aber so eine Halle für mich, wo ich das abladen kann. Aber jetzt testen wir einfach mal, ja. Den Anhänger, den Reisch, kann ich ja nachher weiter vorziehen, beziehungsweise weiter vorne stehen lassen. Ja, und dann können wir nämlich hier hinten eventuell abladen. Mal gucken, ob es geht. Ich bin jetzt gerade selber in der Hoffnung, dass es funktioniert. So. Kann ich hier... Wo war das? 5? Ja. Das sieht doch schon mal gut aus, Freunde. Das ist nicht viel, ja. Das sieht aus, als hätte jemand hingekackt und hingeschissen. Aber hey, wir haben mal wieder einen Test erfolgreich abgehakt. Was hatten die an Liter? Die hier. Steht es hier irgendwo? 2000. Und wie viel haben wir geholt? Ich weiß nicht mehr. Waren es 1200 oder 1800? Ich weiß es nicht mehr. Kramer. Standardschaufel. Frontlader. 1400. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir werden sehen. In dieser Folge, ihr seht, die Zeit ist leider schon wieder um. Wir haben trotzdem was geschafft, ja. Wir haben das Saatgut da. Wir wissen, wir können sie abladen. Wir wissen, dass mit der Schaufel und so weiter funktioniert. Und in der nächsten Folge gehen wir dann, sofern der Helfer hier, guck mal, der macht jetzt noch hier die Hälfte dann. Ich starte ihn wieder und dann ist gut und dann geht's direkt weiter. In dem Sinn wünsche ich euch ein weiterhin angenehmes Wochenende und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, ja, in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.